Genau, da ist es. Und wir kommen voran. Nächste Tür. Nächste Rätsel. Overcome Valravan's final illusion. The fierce enemy is keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Okay, jetzt müssen wir das wieder machen. Erstmal umgucken. Ja, das muss man hier irgendwo sein. Okay, die ersten Teile sind schon zusammen. Dann auf der anderen Seite wahrscheinlich. Genau, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Hier. Fehlt das andere Stück noch. Okay. Okay, wir müssen also irgendeinen Weg finden hoch nach oben. Schauen wir uns erstmal um. Hier geht's auch noch lang. Da ist eine Leiter. Damit kommen wir noch höher. Und damit sollten wir auch die richtige Höhe dafür haben. Speak to me, Drew. Tell me a story. Oder ist hier irgendwas anderes? Listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. Man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times.
Okay. Wir müssen jetzt auf diesen Baum. Und von irgendeiner Stelle aus geht's dann. Hier nicht. Hier irgendwo geht. Wir müssen da hoch. Okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. Wir müssen wahrscheinlich gleich auf diesen Baum schauen durch das Tor und dann sehen wir die Veränderungen. Ist nur eine Vermutung, könnte aber wirklich sein. Ah. Noch besser. Und runter damit. So, wo ist jetzt die richtige Stelle dafür? Wir müssen weiter rüber. Noch ein Stück. Nee, das muss hier irgendwo sein. So, hier hoch. Kann man hier hoch? Nee. Okay, weiter suchen. Wir müssen halt sehen, dass wir dieses Ding zusammensetzen können. Das geht nicht von hier. Ich weiß, dass wir dicht an der Lösung sind. Wie gesagt, der Chat kann gerne helfen. Würde mich da echt freuen. So, also von hier aus geht's auch nicht. Wir müssen irgendwie da hochkommen. So, wir haben hier zwar dieses Tor. Hier oben. Aber dieses Tor hat uns nur... warte mal. Dieses Tor hat uns doch den Weg nach da drüben geöffnet. Also muss es da drüben weitergehen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Genau.
Ja, manchmal ist es die Logik, die fehlt. Und jetzt schaffen wir es auch, dieses Teil zusammenzusetzen. Fallen wir ja nicht runter. Oh, das meine ich damit. Da darf man den Controller fast nicht bewegen. Ja. Die Darkness umrundet uns also nochmal vorsichtig. Balancieren. Vorsichtig. 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 Wieder stabilisieren und weiter. Und jetzt können wir es fokussieren. Moment. Muss hier irgendwo sein. Okay, das war ich nicht. Fear, deeper, deeper, driving you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me, reach out to me. Senua, take my iron mirror, look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 Whoa. You led me to the wilds! You trapped me there! Stop! Alter! Quickly get up! Ich konnte nichts machen.